wirkt das gut auf mich. Warum gehe ich gerne raus? Für mich ist diese Frage ganz einfach zu beantworten. Im Beruf dröhnt man sich den Kopf teilweise so voll mit Stress und Diskussionen, unerwarteten Situationen, schnellen Entscheidungen, dass man einen Ausgleich braucht. Und die Natur hat genau das Gegenteil. Da ist Harmonie, da ist Balance. Und wenn ich in die Natur gehe, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie von dieser Balance wieder mitkriege. Also ist für mich rausgehen in die Natur eine Art Batterie wieder aufladen in dieser Form. Deswegen gehe ich gerne raus. Zweitens ist es für mich auch ein Mittel zum Zweck. Ich könnte von meiner Bude ins Auto steigen und zur Arbeit fahren, bin aber wieder nur in, sag ich mal, nicht sehr stressfreien Bereich. Im Auto, im Stadtverkehr, im Stau. Stattdessen nehme ich 10, 15 Minuten pro Strecke mehr an Zeit in Anspruch und tue mit dem Fahrrad fahren. Das heißt, für mich ist das dann auch Mittel zum Zweck. Ich komme raus, das ist meine Muckibude quasi, das ist mein Fitness. Morgens werde ich dadurch wach, weil das Herz richtig schön in Schwung kommt, wenn ich ein bisschen Fahrrad fahre. Da brauche ich kein Käffchen trinken für. Und es tut mir einfach gut. Und nachmittags, wenn ich dann nach Hause komme, mit dem Rad, in der Regel ist es so, dass ich einfach dieses Abschalten besser nachvollziehen kann, wenn ich von der Arbeit wegkomme, durch die Natur durch. Und wenn es nur ein Stückchen ist, wie 10 Minuten hier durch den Wald. Und nach Hause. Und manchmal ist es dann halt auch so, wenn ich dann schon auf dem Weg nach Hause bin und es ist so ein Wetter wie heute, dann koche ich mir halt gern was draußen auf dem Baumtisch, auf dem Holzvergaser. Oder ich mache mein Essen warm. Und auch das tut gut. Einfach so, so sich männlich fühlen irgendwo. Dass man selber Feuer macht, dass man sich was selbst organisieren kann, dass man selbstständig ist. Also für mich ist draußen in der Natur sein auch ein Ausdruck dessen, dass wir zurück zu unseren Verantwortungen gehen, dass wir wissen, wo was für einen Effekt hat, welche Situation wir mit Müll verursachen. Und umgekehrt, wenn wir Müll vermeiden, dann können wir diese Umgebung, die wir hier haben, auch gut erhalten. Und was mein Tipp angeht, für den Guido von Survival-Kurse, da nehme ich euch in den städtischen Bereich, weil er Survival-Kurse macht. Deswegen würde ich mal einen kleinen Materialtipp geben, den ich jetzt nach den Wahlen in Baden-Württemberg verhäuft aufgreifen kann. Also bis gleich. Überall im städtischen Bereich sind also von den Wahlplakaten diese Kabelbinder über. Und wenn man die geschickt aufschneidet, also nicht hier, sondern hier, und man hat noch einen Kabelbinder über. Ganz viele Laternenmasten haben. Das hat man ruckzuck eine Handvoll Kabelbinder. Also an dieser einen Laterne waren also hier 4 Kabelbinder, und wenn man das dann hier rauszieht, hat man dann noch ein bisschen Müll, entsorgt man halt. Fertig und tschüss.